Moin und herzlich willkommen am Tag 4 des Harzrundweges. Ich stehe hier wieder am Schild, den ich gestern abgebogen bin Richtung Osterode. Jetzt bin ich wieder hier hochgefahren. Und ich habe jetzt auch gar nicht mehr viele Kilometer vor. Es sind nicht mal mehr 50, sondern 46 bis zum Ziel in Langesheim. Das ist echt nicht mehr viel. Aber ich kann den Tag ja wohl noch mal ordentlich genießen. Wie ihr seht, wieder tollstes Wetter. Im Moment fast kein Wind, sondern eine leichte Brise bloß. Oh, wunderbar. Und diese Stimmung hier, die Feldlerche singt da oben über mir. Wunderbar. So wird der Tag auch verlaufen. Noch ein paar Aussichten genießen. Oh, Wesen kommt noch. Und dann wieder Langelsheim und ein paar kleine Orte dazwischen. Und bestimmt auch noch wieder irgendwas Überraschendes. Aber schöne Bilder wird es auf jeden Fall geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ich bin jetzt 10 Kilometer weiter gekommen, auf weiterhin sehr schönen Wegen, Wirtschaftswegen, sehr ruhig gelegen. Nur kurz an der Straße, da war auch nicht viel los. Jetzt stehe ich hier wieder zu den Füßen des Harzes und was soll ich sagen, es ist jetzt so warm, dass ich von zweilagig dick eingepackt gleich auf kurz umgestiegen bin. Das muss man jetzt ausnutzen. Arme endlich mal wieder in kurz, aber auch die kahlen, hellen, weißen Beine. Ja, die haben dieses Jahr noch nicht so viel Sonne gesehen. Aber heute, ja, schön eingecremt natürlich, geht es jetzt weiter. Es ist gerade mal kurz nach 10. Also was Wind denn doch ausmacht, wenn der mal weg ist. Naja, ich hoffe auf weiterhin Wärme und eine schöne Strecke bis nach Seesen. Das sind noch, ich glaube 12 Kilometer waren das noch. Jetzt bin ich schon hinter Seesen, da bin ich jetzt einfach so durchgefahren. Ging auch die ganze Zeit gerade eben an der Bundesstraße, aber heute ist nicht so viel los gewesen. Und jetzt ist es nicht mehr so weit. Hier steht noch 17,5 Kilometer. Das ist echt nur noch ein kurzes Stück, aber eine Pause werde ich noch machen. Mal sehen, ob ich wieder ein schönes Plätzchen dafür finde.
Der Weg will mich anscheinend noch ein bisschen ärgern. Ich wollte eine Pause machen, aber da kommt keine Bank mehr. Die ganze Zeit, die anderen 300 Kilometern, andauernd eine Bank und jetzt auf dieser Strecke keine, nichts. Ich finde das zu komisch. Mann, das waren immer so schöne Plätze und hier sind auch tolle Aussicht, aber keine Bank, sonst immer. Naja, ich begnüge mich jetzt hier mit der schönen Wiese. Hier ist es auch schön warm, ist auch ein schönes Plätzchen. Und ich mache jetzt nochmal ein zweites Frühstück als letzte Pause auf der Reise und genieße nochmal hier die Aussicht. Ja, wie es denn so war, kamen ganz viele Bänke, sogar mit Tische, mit Tisch dran und alles. Aber naja, die Wiese war ja auch schön und schön ist auch nochmal hier die Aussicht. Ja, es ist die letzte große Aussicht, denn da unten der Ort, das ist Langelsheim, mein Startpunkt und Zielpunkt. In wenigen Kilometern ist diese schöne Tour zu Ende. Ja, vor 4 Tagen gestartet und jetzt stehe ich wieder hier. Ja. Nur noch Abfahrt und Schluss. Naja, die werde ich noch genießen und dann melde ich mich nochmal vom Endpunkt. So, das war's jetzt endgültig. Jetzt bin ich wieder hier am Bahnhof. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mit der Bahn angereist, sondern mit dem Auto. Aber das ist ja ein markanter Punkt hier zum Starten oder zum Beenden. Deswegen habe ich das hier gewählt. Park hier ganz in der Nähe. Ja, und nun ist die Reise zu Ende. Ein wunderschöner Weg. Auch heute hat es wieder sehr viel Spaß gebracht. Es war etwas kurz. Ja. Keine 53 Kilometer, dann ist man schon fertig am heutigen Tag. Es ist 13.20 Uhr. Es ging alles wieder viel zu schnell. Oh, insgesamt mit allen Hin- und Herwegen, die ich noch so gemacht habe, sind es jetzt so um die 357, 58 Kilometer. Unglaublich, was ich wieder geschafft habe in 4 Tagen. Tolles gesehen. Also trotz dem ersten Tag, wo es so genieselt hat, selbst der war richtig toll zum Radfahren. Boah, das hat so viel Spaß gebracht. Ja, aber die Zeit verrinnt und so schnell ist die Tour wieder vorbei. Also ich kann sie nur empfehlen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gebracht, auf dem Rad hier Rad fahren zu dürfen. Diese tolle Gegend. Viele Ecken, wo ich noch nicht war. Bestimmt auch noch einige Sehenswürdigkeiten nicht gesehen. Also man könnte noch mal fahren. Also ich würde ihn auf jeden Fall
nochmal fahren und weiterempfehlen kann ich ihn auf jeden Fall. Also es war eine richtig schöne Tour, es waren tolle Tage. Und nochmal als Tipp für die Wanderer unter den YouTubern, den Karst-Wanderweg. Also ich glaube, der ist auch nochmal was ganz Besonderes. Ja, also dann mache ich jetzt hier Schluss. Ein großes Fazit ziehe ich heute nicht. Ich glaube, da mache ich vielleicht noch ein extra Video. Und dann war es das für jetzt. Also hoffe ich denn, es hat gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.